Herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Heute möchte ich Ihnen dieses Kindersachbuch Guck mal, wer lebt im Wald von Stefanie Neumann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Wildtierstiftung vorstellen, das 2017 im Neumann Klug Verlag erschienen ist. In diesem Kindersachbuch stellt Stefanie Neumann 10 heimische Wildtierarten auf. Und schon in der Auswahl zeigt sie die Vielfalt. Also, wir sehen gleich hier in dem ersten, in der O2 und O3 in dem inneren Schutz umschlägen. Die Tiere, also es sind Reptilien vorhanden, Amphibien, Säugetiere mit dem Eichhörnchen, eine Vogelart mit dem Buntspecht, Spinnen, Marienkäfer, Insekten mit dem Schmetterling oder mit der roten Webschnecke oder der Ameise und dem Regenwurm. Und diese Tiere können die Kinder tatsächlich im Gegensatz zum Beispiel zum Hasen oder dem Wildschwein leicht im Wald entdecken und in Ruhe beobachten oder auch hören, durch den, also hier den Specht hören oder das, den Eichhörnchen. Und da breitet schon Stefanie Neumann die Vielfalt im heimischen Wald auf. Das Besondere an diesem Kindersachbuch ist, dass es allein über Bilder funktioniert. Es gibt keinen einzigen Text. Es wird mit Symbolen gearbeitet. Es gibt einen ganz stringenten Aufbau, der sich für jede Tierart wiederholt, der sehr durchdacht ist. Also es gibt immer so also ein Porträt von dem Tier, wie es aufgebaut ist, was so Besonderheiten sind im Körperbau, dann wie groß es ist. Und hier sieht man eben das Durchdachte schon wie die Eier oder die Länge von dem Regenwurm, wird immer im Vergleich zu einem praktischen Vergleich, was das Kind nachvollziehen kann, gemacht. Also zum Beispiel hier dem Bleistift oder die Centmünze. Dann geht es weiter mit dem Vorkommen, was der Regenwurm oder der Tierart frisst, was Fressfeinde sind. Und hier gibt es die Verbindung und da zeigen Stefanie Neumann und die Wildtierstiftung schon, dass das alles ein Kreislauf ist, dass alles zusammengehört, nichts ist einzeln. Wie hier die Kröte, die den Regenwurm frisst, und die Kröte wird später auch noch vorgestellt. Dann, was die Nachkommenschaft sind, wie die entstehen, wie sie sich entwickeln und wie diese Tierart sowohl im Sommer als auch im Winter macht und ob sie jetzt lieber feucht braucht oder trocken und Verwandtschaft zu den anderen Tieren, wo sie, wer das ist, wo es kommt. Und noch so eine, zum Schluss immer so eine Mitmachidee, die einfach umzusetzen ist für das Kind, wie hier dieses Regenwurmhaus. Ganz zum Schluss gibt es hier nochmal so eine Erklärung, eine kurze Erklärung zu jedem Tier. Aber allein einfach durch diese Bilder, die sehr klar strukturiert sind, die sich das Kind sehr gut selber erschließen kann, ist dieses Buch bestens geeignet, nicht nur sozusagen für das elterliche Zuhause, sondern auch für den Kindergarten, für den Sachunterricht in der Grundschule, zum Beispiel zur Freiarbeit, zum Einstieg in Themen wie die heimische Fauna oder auch für Förderschulen ist das Buch bestens geeignet. Komplexes Wissen wird hier sehr gut dargestellt. Die Kinder können sich, wie gesagt, ganz alleine erschließen. Ich empfehle es für Kinder ab 3, 4 Jahre bis aufwärts, bis ja, 8, 9, 10 Jahre auf jeden Fall. Es kostet 15 Euro und ist, wie gesagt, im Neumann Klug Verlag 2017 erschienen. Alle weiteren Informationen zum Buch finden Sie unten in der Kommentarbox. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Buch Ihr Interesse geweckt hat. Viel Spaß mit diesem Buch oder mit irgendeinem anderen Buch und bis zum nächsten Mal, Ihre Winke Bönig.